Hey Jungs und Mädels, willkommen bei Mr. Waller. Im heutigen Video seid ihr dabei. Nochmal Training vor der YPC im Sommer. Also wir trainieren jetzt vor der Sommer, komplett verrückt. Aber egal. Wird auf jeden Fall ein witziges Video. Bleibt dran. Jetzt erzähl, mit wem treffen wir uns? Wir treffen uns jetzt. Jetzt mit einem zweiten Holly. Nochmal. Einen zweiten Holly. Zweiten Pascal. Holly 1. Holly genau, zwei, Pascal, okay. Ist unser Holly, den wir letztes Jahr kennengelernt haben, der uns den Arsch gerettet hat. Und jetzt treffen wir uns noch mit einem anderen Holly. Sind wir uns noch nicht so sicher, ob er uns den Arsch rettet oder uns den Arsch aufreißt. Abfahrt, oder? Abfahrt, Abfahrt. Abfahrt. Ist ja nicht mal. Dabei. Irgendwann landen die Leute wirklich so. Wenn ich die Videos sehe und sage, Christian, sagen sie alle auf der nächsten Messe, wo ist denn der Christian? Christian Anders. Anders hat gestern gesagt. Christian Anders. Abfahrt, hopp jetzt. Jetzt stressen die schon wieder, gell? Das mögen wir. Ja, wir fahren mit ohne Halt. Wir fahren nicht ohne Halt. Wir fahren auf jeden Fall mit. Wir dürfen ruhig warten da, ich komme noch einmal. Morgen früh fahren wir einsteigen. Hombre! Ja. Moin! Moin! Ja. Servus! Ja sicher! Servus! Hey! Max, Maxi! Der Chris am Hofwey. In der Glas, sagt er. Und der Pascal. Servus. Und der Pascal hoch. So. Was wollt ihr? Dicke Hechte? Zander. Zander-Barsch wäre geil. Zander, der ist kurz vor der Schunze, vor der Laichzeit. Der steht richtig flach. Wir können jetzt runterfahren. Pass auf, Sascha, es geht mir nicht darum, dass wir jetzt heute was fangen oder angeln. Du weißt, was ich meine? Plätze für deine. Das will ich sagen. Ja. Und auch wenn der Zander jetzt flach steht. Vielleicht fischen wir auch was an. Aber gucken, ja, Struktur, bla bla. So ist es. Aber Sascha, wichtig wäre für mich, wenn du einen Hechtspot hättest hier in der Nähe. Der ist eine kleine halbe Stunde von hier weg. Das wäre. Als Option, weißt du? Weißt du, was ich meine? Also wir haben eigentlich für Hecht, das immer ziemlich safe. Plan A und Plan B. Ja. Aber Plan C zu haben, ist nicht schlecht. So, wenn du ein Gewässer kennst hier, dann wäre mal das Thema ganz gut neigen. Es ist nicht groß. Perfekt. Du bist aber da stehen echte Dinger drin. Du bist echt, Sascha, wir haben es schon verstanden. Das brauche ich. Ich brauche ein Gewässer, wo zu ist und wo ich weiß, da sind dicke Fische drin. Fangen muss ich sie dann alle. Ja, aber wenn ich jetzt da, ja, aber wenn du sagst, ein kleines Gewässer, du weißt, was ich meine? Ein kleiner Fluss, kleiner Bach, aber da hat richtig dicke Hechte drin. So, also, das ist da kannst so du richtig in die Brücke und drin werfen. Solche und Sachen. Und da stehen die dicken Dinger drin. Solche Sachen. Das und was geil wäre, zwei Zander und zwei Barschspots. Also, für dann die YPC. Das kriegen wir hin, weil ich habe hier ein paar hundert Spots. Ja, ich bin so wie du, der Weltskuchen. Ja, wir brauchen aber irgendwas. Wir gehen jetzt mal, wir brauchen irgendwas Geiles, irgendwas was Kompaktes. Ja. Du weißt, was ich meine, nicht wo ich da an den riesen Fluss hinkomme. Ich habe dir schöne kleine Gewässer rausgesucht, wo nicht überlaufen sind. Ja, so wie ich mit dir geschrieben habe. Ja. Das Problem ist, wir sind ja bloß vor der YPC. Das weiß ich, da hast du drei Tage Zeit. Wir brauchen halt sowas, du weißt ganz genau. Wir wollen da einfach vielleicht auch mal weiter. Du weißt, was ich meine, wäre doch geil, oder? So, wo geht's jetzt hin als erstes? Wir fahren jetzt. Jetzt fahren wir ans Wasser. Ans Wasser. Und ich fahre jetzt beim Sascha mit und du beim Chris, weil es ein zwei Sitzer ist. Und später fahre ich dann wieder bei dir mit. Oder wie auch immer, gucken wir dann. Ja, also das Wort. Was gibt's dort? Alles, was du willst. Alles. Ja, gut. Hecht, hauptsächlich Hecht. Hecht, ja. Dann sehen wir uns dort. Dicke Omas. Ja, Maxi. Geiles Wetter zum Föhnen. Also, jetzt sind wir da am ersten Ding. Ja, klar. Jetzt halten wir nur mal kurz an, Chris. Wir halten jetzt nur kurz an, weil das jetzt so ein gutes Spot wäre. Die beste Strecke kommt aber noch. Okay. Aber das hat schon mal interessant ausgesehen für mich mit deiner Brücke, Alter. Das habe ich irgendwie. Déjà-vu, Alter. Déjà-vu, über sieben Brücken musst du gehen. Genau, so. 3,80 Meter.
Okay. Da ist ein richtig tiefes Loch drin. Und da stehen hast die du auch mal auf Zander probiert? Ja. Ab und zu auch. Fängst du ab und zu auch. Ja. Da vorne besser. Ja, guck mal, da fahren wir vorne. Oha, ist ja geil. Wie funktioniert das da, Sascha sagt? Also, da ist der Ausgang, da oben ist der Eingang. Dann läuft die so geschlängelt, da läuft die da runter in große Rohre. Aha. Da kannst du jetzt reingucken, vielleicht ja. Ja. Du kannst vielleicht die Kamera drauf. Ich kann das auch. Ja. Das ist schon auch schon gemacht. Okay. Ja. Und? Das ist der Helderbecken. Cool, oder? Ja? Warum gibt es das in Italien nicht? Fisslift. Fisslift. Bei uns werden sie das Senke rausgefallen. Nein, ich bin mal da. Maxi? Ja? Ich habe jetzt einen Plan. Okay. Okay. Und zwar? SOS. Eule sucht sich endlich Hilfe. Jungs und Mädels, wir haben jetzt einen Plan. Und zwar, wer sich in Holland, wirklich in Ostholland, also rechte Seite von Holland, auskennt, vielleicht sogar in Holland wohnt, Alter, bitte, bitte melde dich bei mir. Okay, aber nicht Instagram oder irgendwie, weil da krieg ich keine Antwort von mir. Mach dir die Arbeit, geh auf meine Homepage www.wallawelt.com, such da mal Handynummer raus, schreib mir eine WhatsApp. Wer bereit ist, mir zu helfen, die YPC in die Finalrunde einzuziehen. Das wäre so geil, Alter. Also, wir sind ja YPC, Gruppe A, geht los, wird gefilmt 3 Tage nach der Schonzeit. Das heißt, wir haben 3 Tage Zeit, um noch Gewässer kennenzulernen und Plätze zu finden. Und ich würde gern in den 3 Tagen mit Leuten, Locals, die sich wirklich auskennen, losziehen, um mir Gewässer zu suchen, die ich dann 3 Tage später behandeln kann. So, Team. 5 Teams, A2 Leute, das wäre mega geil. Carsten Zeck und jemanden im Team, Chris und jemanden im Team, ich und jemanden im Team, du, Maxi und jemanden im Team, so irgendwie. Also wir bräuchten 5 Locals, das wäre mega. Bitte, bitte meldet euch. Bitte helft uns. Bitte helft uns. Bitte. Helf mir. Ich kann dir nicht helfen. Doch, du musst mir helfen. Ich kann es nicht, Mann. Ich bin froh, wenn ich selber aufstehen kann. Du musst mir helfen. Nein. Hilf mir bitte. Ja, nada. Klingt eigentlich ganz heftig. Das ist mega geil, Alter. Okay. Wir machen dann ein fettes Grillfest und so für denen und gucken, dass wir da alles organisiert haben. Das ist wie. Geil. Machen wir, kennst du mich, oder? Was ja. Ist also angeln wir jetzt hier, oder? Ja, machen. Die wollen ein paar Wurf machen, die musst du wegstellen. Wie geil das ist, oder? Ja, ja. Ist denn das ein Zack Dude, oder was? Ich bin immer gespannt, jetzt sagst du, was du raushaust. Alter, wenn ich jetzt was raushaue, fress ich eben Besen, Mann. Ja, Chris, du musst ja. Dich... Oh. Ist kaputt. Ja. Chris, du musst dich ein bisschen konzentrieren. Ja. Ein Fisch fürs Video wäre schon geil, oder? Mensch, ne? Ja. Ja. Sie sind zu schwach. Fisch? Ich schwöre. Wieder Biss? Ne? Biss? Nee. Ich schwöre, rutsch nicht her, wenn du die Bremse gelaufen bist. Ja, geht gut. Erster Sascha-Spot, Alter. Geht gut. Oh. Guter Hecht. Also verkaufen. Könnten knapp werden. Geil! Ja, Mann! Any questions? Pascal hatte eben auch einen Drill, aber dann verloren, wahrscheinlich Zander. Das ging jetzt echt schnell. Wir haben direkt Kontakt hier an dem Spot. Und das ist, glaube ich, schon ein richtig guter, vorzeigbarer Hecht. Aber ich glaube, da brauchen wir eine Zange. Okay, doch. Lieber nochmal loslassen, bevor man Kiefer verletzt. Oder sich selbst. Der zweite Daumen. Geil. Das ist echt ein richtig schöner Hecht hier.
Der hat 90 auf jeden Fall. Richtig geiler Fisch. Nein. 90 plus, ne? Schätzt du so knapp, also knapp über 90. Ich glaube 95. Du meinst 95? 95. Wer messen uns? Scheiße. Waldkurz? Ja. Waldkurz. Nee. Lass ihn rein. Okay. Gut. Geil. Geil. Mega. Das ging flott, ne? Ja, schon. Zweiter Wurf. Läuft, läuft, läuft. Ja, ich würde sagen, den Spot merken wir uns mal. Fahren wir gleich weiter zum nächsten, ne? Ja, klingt gut. Was? Ja. Sag nur mal. Abfahrt, habe ich gesagt. Nächster Spot, das langt schon. Mehr brauchst du nicht zu machen. Das ist alles Sache. Erste zwei Wurf, zwei Bisse, Chris. Drei Wurf, erste Fisch. Hey, ihr Spot! Sascha hat vorhin gerade gesagt, er tät mal gern, dass den Angelade. Wie heißt der Zeiger? Fauna. Fauna. Engelsport? Ja. Da sind wir schon drin. Ja, das weiß ich. Ja. Aber nicht mit Raubfisch. Ne? Allein ja, mit die Bands. Jungs sehen sich frei, wenn wir mal vorbeikommen. Ja, komm, fahr mal zu Fauna. Fahr mal vorbei, Fauna. Fauna. Ja, Fauna. Fauna. Fahr mal mit Fauna vorbei. Fauna muss nämlich ein brutaler Angelade sein. Ja, der größte von Benelux. Ja, absolut. Geil. Also ich war schon drin. Ne? Ich war noch nie drin. Und das Geilste ist, ja, da gibt's Kaffee. Ja. Ich will dann. Also ab zum Fauna. Ja, dann, Leutchen, los geht's. Leutchen. Alter, musst du hier runterlaufen wie die Axt im Wald oder was? Ja. Du Psyche. Wir fahren gleich weiter, hier gibt es keine Hechte. Wenn beim ersten Wurf kann er fahren, ich weiß nicht. Aber es sieht geil aus, ja. Wollen wir hin und her? Das ist ewig lang. Das ist so, das muss ich schon nochmal ausprobieren. Sommerknall. Ich sag, im Sommer knallen die dir drauf. Muss ich mal Teletina ballern von meinem Knie mal und schon. Und ein Bier. Und ein Bier. Ja. Red Bull eigentlich mitgenommen, aber. Hilfst du Red Bull? Wir brauchen noch ein, zwei Dinge. Ein, zwei was? Ich spreche in die Kamera. Das war so halt 8 Grad oder was? Du kannst mich wohl am Arsch. Und? Ja, und genau weil ich gewusst habe, dass diese Antwort kommt, habe ich da gleich gesagt, was Sache ist, Alter. Hatten wir doch schon gehabt, die Tage. Das haben wir nicht finden, da war schon eine Tür. Schade. Wäre geil gewesen. Ich wollte einen flachen Kanal überqueren. Ja. Der erste Schritt war er flach. Habe ich voll gefreut, dass ich Gummistiefel habe. Beim zweiten Schritt ist er schon bis an die Knie gegangen. Fast das Wasser drin schon. Jetzt macht es auch nichts mehr. Und beim dritten Schritt ist es bis dahin. Ja, wir waren nicht mehr gestanden, Alter, haben mich beide angeguckt. Dann habe ich gesagt, jetzt sag mal bitte nicht, dass das nicht flach aussieht. Bestätig mal, dass das flach aussieht. Er war so dicht, der Kram. Ich war Schlamm ohne Ende. Darf ich bitte eine neue Butcher haben? Später. Weil meiner ist schon kaputt und kommt der Unhalt auch nichts. Sanderangler. Ach so. Und ich habe auch nichts dabei. Ich habe gestern alles an Hechtzeugs raus. Dann wieder super Ausritt. Aus der Kiste. Ich habe das zum Glück noch gehabt. Mal sehen, wie Kameratasch habe ich noch. Ja, mit dem geheimen Köder. Falls jemand Hechtköder braucht. Jo, Alter. Entschuldigung, so ein Notfallgichte für Hecht. Hecht kann ich. Ja, wieso fragst du mich? Ich aber du wolltest nichts abgeben, gell? Ich wollte nicht. Meins. Von anderen ist immer besser, Alter. Ich suche alle Kisten durch, irgendwas, wo für Hecht okay ist. Ist immer super, wenn du könnt. Maxi, du hast doch eine Zigarette gedreht, oder? Ja. Brauchst du ne? Die zweite? Ha? Alter, ich hab da schon eine gegeben. Nein, brauchst du die zweite, oder was? Das ist Tradition. Ich weiß nicht, was unsere Tradition ist, doch, oder? Wenn wir nachher ins Gewässer kommen, was machen wir dann? Wir rauchen und schauen, wohin der Rauch geht. So, und da stellst du, dass wir uns so viele Gewässer angucken, bin ich halt ziemlich viel am Rauchen. Also das ist gar nicht. Ich mach alles fürs Team, ohne Scheiß. Wofür ist der Max da? Der Maxi? Der ist bei mir eingestellt für alle, für Dreharbeiten. Das kann ich jetzt sehen, wie du willst. Dreharbeiten.
Hotel, beides. Ja, du Legende, ich weiß ganz genau, dass du gesagt hast, Alter, da gibt's Frittenplatz hin. Kein Scherz. Sicher nicht das Spot. Sache ist das da draus, Maxi filmt das da draus. Du einfach die Dinge filmen, die Fahne da oben. Wie ist das? So, haben wir das drauf? Er ist halt nicht so gesund aus. Also es wäre vielleicht besser, wenn wir nicht Zander angeln reden, weil ich habe nämlich mal 80 Gramm Chiquettes vergessen leider. Nur die Harte kommen nicht gerade. Ja. Sagt es uns nicht. Wir leben nach dem. Schnitzel, Brie, Honig und Walnutten. Das hört sich geiler, Alter. Ein Schnitzel mit Honig und Walnuss. Ja, da ist halt auch Gegenwind jetzt. Das ist halt jetzt, ja. Schnitzel mit Honig und Walnuss. Bin nicht gerade, aber. Könnt ihr was taugen? So, Amre. Was die Leute noch mega interessieren wird, bin ich mir ziemlich sicher, ist, was du da eigentlich gerade so angelst. Tackle Check. Und los geht's. Also, als Rute verwende ich die ProPike 240, 80 Gramm, wie schon die ganze Zeit. Als Schnur habe ich jetzt 220er Rio Chin drauf. Mhm. Dann habe ich da vorne ein kurzes Stahlvorfach, so 20 cm, aus dem 7x7 Wheel Steyr. Was? Oben habe ich so einen Solid Ring dran mit verbaut, ohne ein ganz normales Snap. Als Köder habe ich dann drauf unseren Chick Spinner in Moa Kiwi 10 Gramm. Und als Trailer, so einen Trailer Hook habe ich da oben noch drauf, gell? Und als Trainer generell Baby Butcher in Mosey Neck, eingefärbt mit ein bisschen Moa Kiwi. Dass das Ganze stylisch gut zusammenpasst. Sau geil, hast du wieder ein paar Specials da am Start? Mega, alles ist. Sau gut. So, alle Fische weg. Zander. Zander. Zander können wir. Cool. Mit Dude hattest du noch. Ja, wie war das mit dem Dude? Fängst du auch gut, ne? Petri! Ah. Ja, das für so, ich glaube, ich habe noch nie so einen fetten gefangen, also in der Größe. So. Schick. Oh, ja, da kann es mal Leichen gehen, wenn ich es reinziehe. Siehst du auch. Kleines Weibchen. Cool. Köder. Köder. Dude. 5 Inch. Mit dem Dude fängst auch du. Was? Alter, ab diese. Nein, erst habe ich einen 50er Hecht gefangen. Nee. Und dann 3 Wochen später habe ich abgerissen. Wo warst du? Eben Fisch vom Dingsfilm. Pascal. Von Pascal? Ja. Pasquale, was er dann gefangen hat. Pasquale. Ja, ein Zander. Engelsbord. Geil, oder? Soll gut sein. Ganz gut aus, gell? Soll gut sein, habe ich gehört. Ja. Cool. Gratis, Kaffee und Tee. Echt? Ah, ja. Gratis, Kaffee. Perfekt, sind wir genau richtig. Fehlt bloß ein Bier am Moretti. Natürlich ist es gut. Ja, hallo, hi. Hey. Das zeigt dir so. Kleines Fach. Ja, ja, guck das nicht. Ja. Aha. Das ist alles von Wales. Vertrautes.
Ja, aber den Mr. Wallerhaken haben sie noch nicht. Doch, da ist er sogar, ja. Sehr ja. Cool, schön, ja. Ja. Riesenlader, Alter. Da kann ich stundenlang dich aufhalten normalerweise. Kein Messer kann ich da überrollen. Ja? Big Bait. Big Bait. Okay, Maxi. Gibt's jetzt noch was zu angeln? Nee, die Jungs wollen jetzt noch irgendwie da, keine Ahnung, ein paar Spots angucken. Ja? Aber ich würde sagen, wir beenden an der Stelle das Video, oder? Okay. Hätte ich gesagt, haben wir genug Material? Ja, gut. Hm? Passt schon. Passt, oder? Ja. Jungs und Mädels, wir gucken uns jetzt noch ein, zwei Spots an. Das machen wir aber ohne euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Noch viel, viel mehr hoffe ich. Wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Petri-Heil.